Heute treffe ich den Alberto. Er macht nämlich die beste napolitanische Pizza von Zürich. Kommt mit, wir machen sie zusammen. Wir fangen gerade mit dem allerwichtigsten von der Pizza an. Das ist der Boden. Und den machen wir natürlich selber. Aber wie mehr Wasser, Salz und Hefe. Wasser muss kalt sein. Muss kalt sein? Ja. Weil sonst nachher die Pizza kann zu gummig sein. Alle zusammen mischen. Also, sehe ich das richtig? Du tust kein Olivenöl in den Teig und du tust keinen Zucker in den Teig. Genau. Und das Wasser muss kalt sein. Ja. So, okay. Das ist für eine napolitanische Pizza. So. Okay. Danke. Das ist wie ein Boxkampf. Den Teig machen wir fertig. Das kaum erwarten. Darf ich machen? Ja, klar. Okay. Hast du probiert? Du musst immer reinziehen und nachher mit dem Handballen abziehen. Genau. So ist perfekt. So knetten machen wir, weil wir wollen, dass sich die Glutenstränge verbinden. Also, kannst du mir helfen? So, jetzt müssen wir schon probieren, was wir da gemacht haben. Jawohl. Schau gerne. So, oh, das. Sehr. Das ist fein. Perfekt. Okay. 250 Gramm hast du gesagt. Genau, so ist perfekt. Ja, könnte ich kommen. Ich liebe die Arbeit. Das ist gut. Wow, Checkbook! Yes! So. Schon bis jetzt für dich? Danke vielmals! Jetzt geht's los, jetzt wird's messy. Der Mehl und nur mit drei Fingern die Tasche. Das ist ein wichtiger Part für mich. Aber es ist fast gut. Es ist fast gut. Ja. So anfangen und dann gehen wir uns nach dem Tag. Oh! Genau, ganz genau! Bravo! Super! Das ist gut gegangen. Tomatensauce? Ja. Ganze Löffel, dann ein bisschen Parmesan. Du kannst auch meinen, ich habe falsche Pizza. Basilikum, dann Mozzarella, das ist für die Latte. Letzte ist Olivenöl. So. Ah, du ziehst sie jetzt noch auseinander. Ja, klar. Okay, und aber jetzt das geht's los. Wie viel Mozzarella? Dann Cherry-Tomate. Und dann Basilikum Pesto. Olivenöl oder so. Oh, jetzt schau ich, ob ich das essen schön fand wie du. Perfekt. Oh, sorry, dann ist bereit. Yeah! Die ist wirklich schön. In Italien gibt es zwei verschiedene Pizzasorten. Es gibt einerseits die napolitanische Pizza, die wir heute gemacht haben. Die hat einen schönen, luftigen Rand und ist ganz dünn in der Mitte. Oder es gibt die knusprige, dünne Pizza, die man in Rom isst. Ich habe die lieber, aber es ist natürlich jeder wie eine Präferenz. Und jetzt beißen wir da mal rein, in das, was wir heute gemacht haben. Mmh, ich könnte jeden Tag Pizza essen. Grillentinori von Toscana.